Guten Abend. Die Zeiten, in denen Banken noch mit diesem Versprechen werben konnten, die sind lange vorbei. Denn in der derzeitigen Niedrig- bzw. Nullzinsphase trägt Sparen nicht nur keine Früchte, sondern geht auch ans Eingemachte. Weil das eigene Geld einerseits durch fehlende Zinsen auf dem Sparbuch so gut wie nicht vermehrt werden kann und andererseits die Inflation die Kaufkraft des Geldes auffrisst. Heute drehte die Europäische Zentralbank ihre lockere Geldpolitik weiter und verschärfte dabei nochmal die Strafzinsen für Banken, die ihr Geld bei der EZB parken. Und all das ist besonders für die Deutschen ein Problem, weil den Sparen im Laufe der Jahrzehnte zur regelrechten Tugend geworden ist. Von den Niedrigzinsen halte ich nur sehr wenig, weil ich es eigentlich nicht einsehen kann, dass jemand, der sein Geld verleiht, dafür von dem Leihen kein Geld mehr bekommt. Das ist eigentlich gegen alle Logik des Wirtschaftssystems. Auch die Banken müssen leben. Ich kann nicht nur immer nur sagen, es muss billiger werden. Und auf der anderen Seite, ich möchte immer mehr an Leistung. Das funktioniert nicht. Erstmal ärgere ich mich. Aber dann könnte ich natürlich überlegen zu wechseln. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht tun, weil es zu aufwendig ist. Dann hebe ich mein Geld ab. Und dann? Tue es in die Schublade zu Hause. Dann brauche ich das nicht. Dann habe ich nicht dieses Problem. Das kostet alles Geld und mich ärgert das eigentlich auch. Ich bin auch großer Bargeld-Fan und würde auf jeden Fall so gut wie es geht mit Bargeld arbeiten, so wenig wie möglich mit der Bank. Ich spare nicht mehr. Ich gebe es aus. Das Geld muss unter die Leute. Ich denke, dass sich also gerade wirtschaftlich ja immer viel ändert. Also es ist ja immer so ein Auf und Ab und ich denke, da kommen auch wieder Zeiten, wo die Zinsen wahrscheinlich höher sein werden. Was sollen wir uns da verrückt machen? Wir werden unsere letzten Tage genießen. Genau. Und jetzt kommen wir vom Sport. Dann verreisen wir bald wieder und fünfmal im Jahr und lassen uns gut gehen, machen das, was uns gut tut und versuchen, gesund zu bleiben. Ich bin an für sich ein positiver Mensch. Aber wenn ich so das alles sehe, was jetzt im Moment passiert, dann mache ich mir Sorgen, ja. Und die sind nicht unberechtigt. Zwar heißt die andere Seite der Medaille natürlich, wer sich ein Haus oder ein neues Auto kaufen will, der bekommt wegen der Rekordtiefzinsen derzeit von den Banken Geld zu günstigsten Konditionen geliehen. Doch wenn man sich die folgende Zahl anschaut, zeigt sich, warum diese Zinslage gerade die Deutschen trifft. 2,5 Billionen Euro. So viele Nullen sind das. So hoch liegt etwa derzeit das gesamte Barvermögen hierzulande. Geld also, das nicht etwa in Aktien oder in Immobilien steckt. Mal im Vergleich. Der gesamte geplante Bundeshaushalt für kommendes Jahr liegt bei vergleichsweise überschaubaren 360 Milliarden Euro. Und diese Summe unserer Ersparnisse von 2,5 Billionen Euro ist gefährdet durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Denn die gibt den Zinstakt für die Banken und Sparkassen im Euroraum vor. Was die heutige Entscheidung von EZB-Chef Mario Draghi, einer seiner letzten, bevor er nächsten Monat den Posten abgibt, für uns Sparer bedeutet, das besprechen wir gleich. Zunächst fasst Oliver Feldfort die Einzelheiten zusammen. Eigentlich ist alles wie immer. Mario Draghi läuft samt Entourage ein, kühl, verbindlich, wie immer eben. Dennoch ist vieles anders. Es ist sein vorletzter Auftritt vor der Presse und er muss eingestehen, er erreicht seine Ziele nicht. Die für die Eurozone durchaus positive leichte Inflation will sich nicht einstellen. Die heutige Entscheidung wurde getroffen als Antwort auf den fortschreitenden Rückgang der Inflation in Bezug auf unser Ziel. Jetzt soll noch mehr Geld die Rezessionsangst hinwegfegen. Die Notenbank kauft wieder neue Anleihen für 20 Milliarden Euro im Monat und sie erhöht den Strafzins für bei ihr deponiertes Geld auf 0,5%. Die Banken sollen also ihr Geld verleihen und nicht bei der EZB parken. Tun sie es dennoch, müssen sie Strafzinsen bezahlen, statt Zinsen zu bekommen. Das ist ungesund und hat sehr viele negative Nebenwirkungen. Anleger werden auf der verzweifelten Suche nach Erträgen, auf der verzweifelten Suche nach Zinsen dazu verleitet, zu viel Risiko zu nehmen, zu stark in Aktien zu investieren, in Immobilien. Das Risiko von Blasen an den Finanzmärkten, an den Immobilienmärkten steigt. Für die Banken ist der Strafzins teuer. 2,4 Milliarden Euro sollen allein die deutschen Geldhäuser dafür im letzten Jahr ausgegeben haben. Jetzt soll die Erhöhung zwar mit einer Staffelung abgemildert werden, aber für ihre Kunden sehen die Banken schwarz. Sie werden wohl mit höheren Kontokosten bei Nullzinsen rechnen müssen. Die negativen Zinsen der Europäischen Zentralbank treffen in erster Linie die Sparer, denn sie sind die Leidtragenden dieser Politik. Für die Aktienkurse an der Frankfurter Börse gibt die EZB-Entscheidung keine Impulse. Und sichere Geldanlagen mit Zinsen gibt es fast nicht mehr.
Die Sparer gucken in die Röhre. Die EZB hat heute eine Ewigkeitsansage gemacht, dass die Zinsen nicht wiederkommen werden. Das heißt, der Anlagenotstand wird sich verschärfen. Es betrifft auch die Sozialsysteme, die Pensionskassen, die Rentenversicherung, die Lebensversicherer, wo die Menschen ihr Geld ansparen. Immerhin, Donald Trump bewundert die EZB-Entscheidung per Twitter. Die Europäische Zentralbank handelt schnell, reduziert die Zinsen um 10 Basispunkte. Sie versuchen, den Euro gegenüber dem sehr starken Dollar abzuwerten, sind erfolgreich und schaden damit den US-Exporten. Mario Draghi, auf den Tweet angesprochen, lächelt. Wie immer verbindlich. Dann ist sein vorletzter Presseauftritt vorbei. Im Oktober wird es ein letztes Mal geben. Und in Berlin begrüße ich den Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztipp, Hermann Josef Tenhagen. Guten Abend, Herr Tenhagen. Guten Abend. Die EZB-Politik der Niedrig- und Strafzinsen, die begleitet uns ja nun schon eine ganze Weile. Wir haben es gerade gehört, unsere Lebens- und Rentenversicherungen, die leiden darunter, unsere Sparguthaben leiden darunter. Was sollte man also jetzt tun, damit das Geld nicht so zerrinnt? Also man sollte das Geld einfach anders anlegen. Einmal kann man das Geld natürlich von der eigenen Bank auch zu einer anderen Bank tragen. Es gibt in Deutschland immer noch Banken, die fürs Tagesgeld 0,45% anbieten. Die meisten bieten 0,01% an. Das muss man nicht mitmachen. Man kann das Geld auf Festgeldkonten packen. Da gibt es 1%, 1,1, 1,3%. Und wenn man das Geld lange nicht braucht, dann sollte man es tatsächlich auch anlegen und eben nicht auf dem Sparkonto haben. Entweder in Aktien oder durchaus auch in Immobilien. Man muss nicht in der Berliner Innenstadt, in der Kölner Innenstadt, in der Hamburger Innenstadt kaufen. Es gibt auch anderswo Orte, wo man schön wohnen kann und wo man das Geld in Immobilien zum Beispiel auch investieren kann. Aber wenn alle jetzt in Immobilien oder in Aktien flüchten, wir haben es auch gerade gehört, dann ist das Risiko für Blasen und Entwicklung in diese Richtung ja auch größer als bisher. Das stimmt natürlich ein Stück weit, aber es flüchten ja nicht alle. Wir haben ja gerade gesehen an den 2.500 Milliarden Euro, dass die das eben mitnichten tun. Und ein Teil der Leute tut es schon gar nicht, weil es trifft vor allen Dingen zum Beispiel Ältere, die dann irgendwie 100.000 Euro auf dem Konto haben und sagen, ich will aber nichts mehr kaufen an Immobilie. Ich will auch nicht in den Aktienmarkt gehen. Die sind die, die besonders gekniffen sind. Und die anderen, die besonders gekniffen sind, sind die, die mit Lebensversicherungen und Rentenversicherungen jüngeren Datums eben keine Zinsgarantie haben, die was wert sind und eben da auch nicht keine Rendite bekommen zurzeit. Was können dann die machen, die besonders gekniffen sind? Die besonders gekniffen sind, sollten trotzdem, also ich sage ja immer, wenn man 65 ist, dann hat man nach heutigem Ermessen noch 20 Jahre zu leben oder vielleicht auch 25. Da kann man auch noch mal überlegen, was man längerfristig mit seinem Geld tut. Zum Beispiel, wenn man ein eigenes Haus, eine eigene Wohnung hat, altersgerecht umbauen. Wenn ich da denn wohnen will, dann ist das etwas, wo man vernünftig Geld anlegen kann. Man kann, wenn man nicht ganz mit dem eigenen Geld auskommt, sogar noch einen kleinen Kredit aufnehmen. Die KfW gibt besonders günstige Kredite für solche Sachen. Darüber muss man mal reden, aber Banken reden zum Beispiel über diese KfW-Kredite gar nicht so gerne, weil an denen verdienen sie auch nichts. Was müssten denn die Banken ihrerseits tun, um den Deutschen, den Sparern und Anlegern zu helfen? Nein, zum einen könnten sie tatsächlich bessere Zinsen zahlen. Die höheren Zinsen in Deutschland werden von holländischen und französischen Banken gezahlt. Und sie könnten einfach mit ihren Kosten runtergehen. Es ist ja heute in dem Beitrag von Herrn Draghi konnte man hören, dass er findet, dass die deutschen Banken zum Beispiel, nicht nur die deutschen, aber vor allen Dingen die deutschen Banken zu viel Geld kosten. Und das meint auch die Bundesbank. Herr Würmeling von der Bundesbank hat das heute auch oder gestern auch gesagt. Die sind einfach im Schnitt immer noch zu teuer. Und weil sie zu teuer sind, versuchen sie statt gute Angebote zu machen, Gebühren zu nehmen und damit die Kunden zu schröpfen. Die Aufgabe einer Bank ist doch, ich gebe denen Geld, damit sie es weiterverleihen an jemanden, der dieses Geld brauchen kann. Die versagen bei ihrer Kernaufgabe, zahlen sich große Gehälter aus und verschieben das Geld zur EZB und müssen dann da Strafzinsen zahlen und sind jetzt auch noch sauer darüber. Das ist eigentlich nicht so, wie man sich Banken vorstellt. Kommen wir nochmal zu den Anlegern. Brauchen wir in Deutschland vielleicht auch einen Kulturwandel? Sie sagen, weg vom Sparbuch hin, vielleicht auch zum Investieren. Sind wir Deutschen da zu risikoscheu für Zeiten wie diese? Ja, sind wir. Also wir sollten natürlich auch investieren und wir sollten auch in Aktien investieren. Wir haben das bei Finanztipp mal durchgerechnet von 1975 bis heute. Wenn man irgendeinen 15-Jahres-Zeitraum nimmt und hat international in so einen internationalen Indexfonds investiert, dann hat man noch nie Verluste gemacht nach den 15 Jahren. Im Schnitt hat man 7% Rendite gehabt. Das hätten viele Leute auch haben können. Die hätten auch nach 2009, 2010 mal einen Teil ihres Geldes wenigstens am Aktienmarkt investieren können. Nicht nur amerikanische Fonds.
Okay, aber die andere Seite bei dieser ganzen Geschichte ist auch, für Immobilien zum Beispiel gibt es so günstige Kredite wie noch nie und auch die Bundesrepublik profitiert ja insgesamt, weil die Zinszahlungen da eingespart werden. Allein dieses Jahr sollen es schon 5 Milliarden sein. Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ist auch nicht so schlecht, es ist noch viel mehr. Die Bundesbank hat ausgerechnet, seit 2007 haben Bund, Länder und Gemeinden 380 Milliarden Euro an Zinsen gespart, weil die Zinsen so niedrig sind. Das ist für einen vierköpfigen Haushalt, wenn man das mal pro Kopf ausrechnet, ungefähr 20.000 Euro. Das heißt, da ist unglaublich viel gespart worden, aber das hätte man ja auch anlegen können. Also ich sage das dann immer, mein Bruder hat seine Glasfaser mit dem Trecker auf dem Bauernhof selber verlegt, weil die Bundesrepublik Deutschland nicht nachkommt. Haben den Verein gegründet und das Glasfaser selber verlegt. Da wäre genug zu tun, um unsere Industriegesellschaft und unsere Wissensgesellschaft für das 21. Jahrhundert vernünftig zu rüsten. Da könnten wir Geld investieren und die Leute würden sogar mitmachen. Jeder Mensch, der ein Dach hat, hat in den vergangenen 20 Jahren darüber nachgedacht, ob er da nicht ein Solardach draus machen kann. Wo sind die Investitionsmöglichkeiten, über die wir heute nicht reden, für die Digitalisierung dieser Gesellschaft, wo man den Leuten auch eine Möglichkeit geben kann, dieses Geld zu investieren? Wenn es denn nicht praktisch wird und nicht nur Wertpapiere, dann sind die Deutschen besonders bereit, das zu tun. Sagt der Finanzexperte von Finanztab. Vielen Dank für diese Informationen und Ausführungen, Hermann Josef Tenhagen nach Berlin. Gerne. Die Geldpolitik der Niedrig- und Strafzinsen. Dazu ein Kommentar von Markus Gürne vom Hessischen Rundfunk. Die Europäische Zentralbank in Frankfurt ist für Sparer wie für Banken in Deutschland gleichermaßen zum Sinnbild des Bösen geworden. Deren Chef Mario Draghi ein rotes Tuch. Und für einige in der Politik ein beliebter Prügelknabe. Dabei nimmt der Staat die zinslosen Zeiten selber gerne mit. Die Schuldenuhr läuft auch deswegen rückwärts. Mehr noch, Deutschland verdient mit seinen Staatsanleihen sogar Geld, statt Zinsen bezahlen zu müssen. Die neuerliche schwarze Null im Bundeshaushalt lässt grüßen. Würde die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöhen, wäre das schnell vorbei. Daher ist die politische Forderung, negative Zinsen für Sparguthaben zu verbieten, ziemlich dreist. Gewöhnen wir uns daran, Zinsen für Guthaben auf Konten sind auf Dauer abgeschafft. Mehr noch, es drohen Gebühren für Guthaben auch für Kleinsparer. Denn Banken müssen jetzt mehr bezahlen, wenn sie Geldbestände bei der EZB einlagern wollen. Die Sache ist einfach. Früher gab es den risikolosen Zins. Heute gibt es nur noch das zinslose Risiko. Erträge sind immer noch möglich, aber eben nicht mehr automatisch zu bekommen. Wir Weltmeister im Sparen werden umlernen müssen, denn das beliebte, weil bequeme Sparbuch hat endgültig ausgedient. Heißt, wir müssen uns um unser Geld selbst kümmern. Markus Gürne kommentierte. Das Meer vor der libyschen Küste, nahe der Hauptstadt Tripolis. Über dieses Meer wollen viele Flüchtlinge nach Europa gelangen. Im letzten Halbjahr beispielsweise erreichten offiziell 1585 Menschen von Libyen aus die Insel Malta. Doch oftmals endet die Odyssee zuvor schon in überfüllten Lagern diverser Milizen, in denen furchtbare Zustände herrschen. In Libyen bestimmt politisches Chaos den Alltag. Die von der UN anerkannte Regierung kontrolliert lediglich einen Teil des Landes. Heute gelang es dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR immerhin 98 Flüchtlinge, davon 52 Kinder, auf dem sichereren Weg nach Italien auszufliegen. Doch die meisten der Verzweifelten legen ihr Schicksal in die Hände von skrupellosen Schleppern. Alexander Stenzel berichtet aus Tripolis. Gutes Wetter, leichter Seegang, für das Schleppergeschäft ideal. Die Küstenwache patrouilliert wenige Seemeilen vor der libyschen Küste bei Tripolis. Ziel ist es, Boote mit Flüchtlingen abzufangen, den Schleppern das Geschäft kaputt zu machen. Mit digitaler Technik versucht die Küstenwache, Schlauchboote zu orten. Auch die Schlepper sind immer professioneller geworden. Sie gehen auf die Applikation Marine Travel, wie hier zum Beispiel, und klicken hier drauf. Dann sehen Sie, wo das Schiff der NGO, der Seenotretter, ist. Sie haben also die Koordinaten und schicken dann die Flüchtlinge auf den Booten dorthin. Suleiman wollte auch auf einem Boot nach Europa flüchten. Er hatte das Geld schon zusammen für den Schlepper, aber es wurde ihm gestohlen, erzählt er. Er lebt mit seiner Familie auf einem Lagerhof in Tripolis, den ein hilfsbereiter Libyer für Migranten und Flüchtlinge geöffnet hat.
Süleyman ist aus dem Sudan geflohen und dann brach in diesem Jahr in Libyen der Bürgerkrieg der Milizen aus. Während der Kämpfe in den Vororten von Tripolis mussten wir fliehen. Wir sind zur UN gegangen und dann kamen Männer und haben uns vor der UN geschlagen. Sie haben uns bedroht. Geht nicht zur UN. Sie haben uns vertrieben. Keine UN mehr für euch, haben sie gesagt. Wir waren 5 Tage ohne ein Dach über den Kopf. Migranten und Flüchtlinge wissen kaum noch, an wen sie sich wenden können. Die Regierung hilft ihnen wenig. Sie ist selbst überfordert. Die europäischen Staaten sollten, anstatt Libyen anzuklagen, und zwar andauernd, sollten sie das Migrationsproblem anpacken und diese Migranten aufnehmen, wenn sie wirklich über deren humanitäre Situation besorgt sind. Mehr Engagement fordert auch das Flüchtlingshilfswerk der UN in Tripolis, denn viele stecken seit langer Zeit in der Flüchtlingssackgasse Libyen. Zahra zum Beispiel, als 2003 im Westsudan der Krieg ausbrach, ist sie geflohen. Hier in Libyen kann sie ihre Familie kaum ernähren. Ich arbeite in Haushalten, putze dort. Wenn mich jemand anruft, komme ich und mache sauber. Kein Anruf, keine Arbeit. Manchmal arbeite ich eine Woche, dann habe ich oft 2 Wochen nichts. Immerhin konnten die UN aus Tripolis heute 100 Menschen aus den hochumstrittenen Internierungslagern nach Italien ausfliegen. Zahra ist nicht dabei, ihr Mann ist verschwunden, sie weiß nicht, wo er ist. Sie lebt mit ihren Kindern in einer 2-Zimmer-Wohnung. Vermutlich nicht mehr lange. In diesem Monat hat der Vermieter zu mir gesagt, dass ich 500 Dinar bezahlen muss. Bis jetzt zahle ich 350. Er sagte, entweder du zahlst oder du fliegst raus. Ich habe ihm gesagt, dann muss ich gehen. Das Schlimmste aber für Zahra ist, dass sie nicht die Mittel hat, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Die evangelische Kirche will sich künftig an der Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer beteiligen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jan Hofer. Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom sagte in Berlin, die evangelische Kirche wolle ein Zeichen setzen und nicht länger hinnehmen, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Gemeinsam mit anderen Organisationen solle ein Verein gegründet werden, der ein eigenes Schiff kauft, umbaut und betreibt. Bedford Strom forderte zudem, dass die staatliche Seenotrettung im Mittelmeer wieder aufgenommen wird. In der Haushaltsdebatte des Bundestages hat die Opposition Verkehrsminister Scheuer schwere Fehler bei der Pkw-Maut vorgeworfen. Scheuer habe voreilig Verträge unterschrieben und Haushaltsrecht gebrochen. Der Minister selbst ging darauf nicht ein. Er kündigte unter anderem Gespräche mit Kommunen und Ländern über den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Radverkehrs an. Bundeskanzlerin Merkel setzt beim Klimaschutz auf eine enge Zusammenarbeit mit der deutschen Autoindustrie. Gemeinsam müsse die Herkulesaufgabe bewältigt werden, den Verkehrssektor schnell klimafreundlicher zu machen, sagte sie zur Eröffnung der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Dafür müsse unter anderem die Ladeinfrastruktur für E-Autos ausgebaut werden. Auf hier stark belasteten Straßen in Köln muss für ältere Dieselautos ein Fahrverbot angeordnet werden. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden. Es erklärte den aktuellen Luftreinhalteplan in Köln für rechtswidrig und gab damit einer Klage der Deutschen Umwelthilfe statt. Anders als das Kölner Verwaltungsgericht hält das OVG eine allgemeine Fahrverbotszone aber nicht für zwingend erforderlich. Die britische Regierung hat auf Druck des Parlaments ein Papier veröffentlicht, das die Folgen eines ungeregelten Brexit beschreibt. Darin wird unter anderem vor Versorgungsengpässen bei Lebensmitteln und Medikamenten gewarnt. Das Dokument war bereits vergangenen Monat einer britischen Zeitung zugespielt worden. Oppositionspolitiker riefen die Regierung dazu auf, das Parlament umgehend wieder einzuberufen. Die Regierung wies die Forderung zurück. Spaniens Mittelmeerküste ist von heftigen Unwettern heimgesucht worden. In der Gemeinde Ondinient nahe Valencia fielen laut spanischem Wetterdienst innerhalb von 24 Stunden fast 300 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Fluss Clariano trat über die Ufer, etwa 150 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. In der Provinz Alicante kamen 2 Menschen ums Leben. Für die Küstenregion wurde eine Unwetterwarnung herausgegeben. Das Volk der Sami ist die Härte der Natur gewohnt. Schon ihre Urahnen lebten seit Tausenden von Jahren im Norden Skandinaviens.
Ihre Siedlungen erstrecken sich von den Küsten des Weißen Meeres über die nördlichen Teile Finnlands, Norwegens und Schwedens. Und dort in Schweden, genau an der Nähe der Stadt Kiruna, kämpfen die Nachfahren jetzt um ihre Ansprüche. Denn die Sami bekommen die Härte der Politik zu spüren. Da spielen Brauchtum und Tradition offenbar keine Rolle. Es geht um das Recht, auf ihrem historischen Grund und Boden bestimmen zu können, wer dort jagt oder wer dort baut. Für die Sami eine Frage ihrer Kultur, die nun vor Gericht entschieden wird. Christian Stichler. Für die Sami ist das hier ihr Land, ihre Heimat. Matti Berg ist Vorsitzender der schwedischen Girjas-Gemeinschaft, ein Zusammenschluss von rund 120 Sami mit ihren 12.000 Rentieren. Vor ein paar Tagen hat er einen Elch geschossen. Die Jagd, für ihn sein ganz natürliches Recht. Seit vielen Generationen, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden jagen und fischen wir hier. Wir waren es, die das Land genutzt haben, ehe durch Industrialisierung und Kolonialisierung andere hierher kamen und damit anfingen, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Die Sami sehen es so. Ihre Vorfahren seien längst hier gewesen, bevor 1523 der schwedische Staat gegründet wurde. Deshalb wollen sie auch heute noch bestimmen, wer hier außer ihnen jagen und fischen darf. Ob das wirklich ihr Recht ist? Diese Frage hat mittlerweile den obersten Gerichtshof erreicht. Für den Prozess ist auch Matti Berg ins mehr als 1000 Kilometer entfernte Stockholm gereist. Es ist ein Grundsatzstreit, der nun nach mehr als 10 Jahren endlich entschieden werden soll. Der Staat sagt, das Land gehöre ihm und damit habe er auch das Recht, Jagd- und Angellizenzen zu vergeben. Die Sami sagen dagegen, wir hatten diese Rechte schon bevor es den Staat gab. Er kann sie also nicht haben. Aber es geht noch um weit mehr. Es geht um die grundsätzliche Frage, wie Schweden mit seiner samischen Urbevölkerung umgeht. Ein heikles Thema. Selbst die Vereinten Nationen haben das Land in diesem Punkt offen kritisiert. Schweden will, im Gegensatz zu Norwegen und Dänemark, die Konvention 162 der Vereinten Nationen, die die Rechte der Urbevölkerung gewährleisten soll, nicht unterschreiben. Das macht viele Sami wütend. Mari Heidenborg vertritt den schwedischen Staat in diesem Mammutprozess. Sie sieht die Sache anders. Die Art und Weise, wie die Sami das Land seit langem nutzen, ist heute nur noch schwer zu vereinbaren mit dem Bau von Windparks zum Beispiel, dem Bergbau oder dem Tourismus. Da gibt es immer wieder Konflikte. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Klarheit bekommen, wie hier die Rechtslage wirklich ist. Schweden will seine Stromerzeugung umstellen, mehr Windkraft statt Atomenergie. In der Erde lagern riesige Vorkommen an Bodenschätzen. Auch die will der Staat ausbeuten können. Aber wenn die Rechte der Sami stärker wiegen? Es hängt viel ab vom Ausgang des Verfahrens. Für Matti Berg geht es sogar noch um etwas mehr. Die Art und Weise, wie wir Sami leben, ist doch eine Richtschnur für den Rest der Welt. Wie wollen wir mit diesem Planeten umgehen, damit er auch in Zukunft bewohnbar bleibt? Wie schützen wir unsere natürlichen Ressourcen? In einem halben Jahr soll das Urteil fallen. Noch ist Matti Berg optimistisch, dass sich das höchste Gericht seiner Sichtweise anschließen wird. Und wenn nicht, dann bleibt ihm nur noch der Gang vor den Europäischen Gerichtshof. Giuseppe Verdis Nabucco an der Hamburger Staatsoper. Das Stück, in dem das jüdische Volk nach Freiheit aus babylonischer Gefangenschaft strebt, das holte der Regisseur ins Politische heute. Vor der Premiere im März dieses Jahres, da war er bei den Proben aber nicht etwa im Hamburger Opernsaal, sondern per Videochat zugeschaltet, mehr als 2000 Kilometer entfernt in Moskau, wo er seit August 2017 im Hausarrest saß. Dem Theater- und Filmemacher Kirill Serebrennikov war offiziell Veruntreuung staatlicher Fördergelder vorgeworfen worden. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß, doch sein Prozess läuft weiter. Was ihn aber nicht davon abhält, weiter politisches Theater zu machen. Erstmals seit Ende des Hausarrests wieder live dabei am Moskauer Gogol-Zentrum mit Die Henker, Demian von Osten. Ein Glas Wodka nach dem anderen. Die Hauptfigur in Militärhose und Unterhemd. Auf dem Tisch Eingemachtes. Serebrennikov verlegt die Handlung des irischen Autors Martin McDonagh in einen russischen Klischee-Plattenbau. Es ist Anfang der 2000er, die Zeit nach der Abschaffung der Todesstrafe. Er ist Henker und jetzt arbeitslos. Auf ihn kommt eine persönliche Herausforderung zu. Ein Fremder flirtet mit seiner 15-jährigen Tochter. Als die verschwindet, sucht er den Schuldigen. Am Ende stirbt der Fremde,
am Galgen in der Kneipe des Henkers. In der Geschichte ist die Hauptfigur einerseits Opfer, andererseits auch Teil eines bestimmten Rechtssystems. Mit der Justiz hat Kirill Serebrennikov zurzeit auch im echten Leben zu tun. Gerichtstermin wenige Stunden vor der Generalprobe. Mit einem Erfolg. Er soll Moskau wieder verlassen dürfen. Bisher musste er Schauspielern wie hier in Hamburg per Video Anweisungen geben. Vor 2 Jahren. Durchsuchungen. Dann wird Serebrennikov festgenommen. Hausarrest. Er soll staatliche Fördergelder für sein Theater unterschlagen haben. Ein Schauprozess, sagen viele. Die Kulturszene ist entrüstet. Nach mehr als 1,5 Jahren kommt er frei. Dann, gestern, das Gericht entscheidet, die Anklage enthalte Widersprüche. Ein weiterer Etappenerfolg für Serebrennikov. Er rast zur Generalprobe. Ins Gogol-Zentrum, Moskaus progressivstes Theater. Seit 7 Jahren ist er hier künstlerischer Leiter. Kirill ist der Inbegriff dieses Theaters. Ohne Kirill gibt es das Theater nicht. Für Kirill sind Wahrhaftigkeit, Genauigkeit und Ehrlichkeit wichtig. Eine Ehrlichkeit, mit der er sich Feinde gemacht hat. Ehrliches Theater ist immer wichtig. Und besonders in Russland wäre es ein Verbrechen, kein ehrliches Theater zu machen. Ich versuche, niemanden zu schockieren, aber ich möchte die Zuschauer respektieren, indem ich ihnen neue Geschichten erzähle. Die Zuschauer in Moskau scheinen es zu schätzen. Alle ersten Vorstellungen sind ausverkauft. Und dann sehen wir noch, was das Wetter für morgen inszeniert hat. Donald Becker, wie wird das Programm am Himmel? Ja, bei uns schön, Ingo, aber es gibt immer noch den berechtigten Hinweis auf Spanien. Dieser sogenannte Kaltlufttropfen liegt dort immer noch und wird nochmals unwetterartige Regenfälle dort produzieren. Sehr schön sehen wir das hier auf dem Niederschlagswolken-Vorschaufilm. Hier dreht sich wirklich diese Wolkenspirale. Wir sehen das Dunkelblau, das sich dann wirklich auch nochmal nach Norden und Osten ausweiten kann. Also auch die Balearen durchaus nochmals gefährdet von diesen starken Regenfällen. Und es wird wahrscheinlich erst so am Sonntag dann deutlich weniger. Dann wird sich das Tief langsam auflösen. Bei uns muss dann morgen hier diese kleine Kaltfront noch mal durchziehen, wird sich aber auf dem Weg nach Süden abschwächen und dann nach Osten rausziehen. Danach kommt ein Hochdruckgebiet, das pünktlich zum Wochenende über uns hinwegzieht. Und erst am Sonntagabend kommen an der Küste dann wieder ein paar Regenfälle auf. Schauen wir in die kommende Nacht, da gibt es dann die Kaltfront von Nordwesten her mit aufkommendem Regen. Ansonsten ist es noch locker bewölkt oder im Süden vor allem noch längere Zeit sternenklar. Dort breiten sich dann auch so flache Nebelfelder aus und dort wird es natürlich auch am kältesten mit Tiefstwerten von 10 bis örtlich auch mal knapp unter 6 Grad unter den dichten Wolken. Es ist dann auch deutlich milder. Morgen Vormittag wird dann die Kaltfront so von Nordrhein-Westfalen bis rauf zur Ostsee reichen. Dahinter im Nordwesten wird es schon wieder deutlich sonniger. Auch im Süden nach Auflösung der Nebelfelder viel Sonnenschein, nur lockere Wolkenfelder. Zum Nachmittag kommt dann die Kaltfront noch ein bisschen nach Süden voran, reicht dann so ungefähr von Nordrhein-Westfalen, vom südlichen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz über Hessen, Thüringen bis nach Sachsen, wird aber immer schwächer. Ganz im Süden kommt sie überhaupt nicht an und auch im Norden ist es dann wieder sehr sonnig. Die höchsten Temperaturen natürlich vor der Kaltfront, weil ja die kühle Luft noch gar nicht da ist, durchaus 22 bis 26 Grad hinter der Kaltfront mit dem Sonnenschein, aber immerhin 18 bis 22 Grad. Und der Wind dreht dann auch hinter der Kaltfront so ein bisschen auf nordwestliche Richtung, weht dort dann schwach bis mäßig, an der Küste auch schon mal frisch mit Stärke 5 im Mittel. Der Trend fürs Wochenende ganz schnell erklärt, viel Sonnenschein am Samstag nur in Bayern, Restwolkenfelder bis zu 27 Grad, am Sonntag im Südwesten sogar bis zu 30 Grad, erst zum Abend an der Küste Regen und am Montag wird es dann pünktlich zu Wochenbeginn wieder kühler und nasser. Donald Becker, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Comedy und Satire bei Extra 3. Unbedingt dranbleiben. Und das Nachtmagazin mit Anna Planken meldet sich dann um 0:15 Uhr. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.